Willkommen zu einer weiteren Folge Roots of Parcha. So, den Ritus haben wir abgehalten. Ich wurde hier vom Baum gesegnet. Jetzt reden wir nochmal mit Wurk. Es kann kein Zufall sein, dass wir dich vor langer Zeit gefunden haben und schließlich in dieses Land gereist sind. Ach, jetzt bin ich schuld, dass wir hier sind. So, das sind hier die süßen Türchen. Er hört anscheinend nicht auf dich, wenn wir sie nur dazu bringen könnten, uns zu vertrauen. Die Besiedlung des Landes inspiriert den Clan zu Ideen, wie wir unser Leben verbessern können. Ideen setzen voraus, dass der Clan einen bestimmten Wohlstand und Gegenstände hat und entwickelt werden. Ah, okay. Was ist das denn hier? Wildzeugs? Bohnensamen. Geil. Geil. Sehr gut. Bohne. Mir doch Bohne. Nee, das ist mir gar nicht Bohne. Aber Bohnensamen. Es scheint etwas Besonderes an diesem Land zu sein. Ja, das glaube ich auch. Ich bin da. Was können wir hier? Können wir den umkloppen? Nee, niemals. Aber ich kann draufhauen. Wahrscheinlich bis meine Energie alle ist. Oh, er fällt, er fällt. Was, okay. Was habe ich davon? Holz. Ja. Sehr gut. Okay, wir sind... Ach, wir sind immer noch auf der Feier. Wir sind immer noch auf der Feier. Hallo, Häschen. Ocker hat eine Idee, wie wir uns den Tieren nähern können. Sprich mit ihr. Aha. Ocker, Ocker. Wer ist Ocker? Das ist mein Dings wechseln. Wo bin ich eigentlich gerade? Ich bin hier. Du. Zugang zum Land. Ich glaube, da kommen wir wieder zurück. Ich möchte gern wieder zurück. Weil ich habe ja mit jedem gequatscht. Der Ritus ist für mich durch. Ich wurde gesegnet. Das reicht mir mehr beruhigt. Da muss ich mal gucken, wer war... Kennen wir uns schon? Es ist schön, endlich wieder grün zu sehen. Ja, das finde ich auch. Rob versucht Oma zu sagen, dass ich jagen lernen soll. Aber wer würde schon angeln? Angeln ist cool, macht voll Spaß hier. So, jetzt muss ich mal gucken, wer ist... Ocker. Ah, alles klar. Lass mal hin. Das ist gut, dann siehst du gleich, wie die Person aussieht. Ocker, 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 wo bist du? Irgendwo hier. Vielleicht auch nicht mehr, weil es sind ja schon einige Gäste weg, so wie es aussieht. Ja, also sind nicht mal alle da. Okay, Ocker ist schon wieder weg. Ocker. Gut, dann gehen wir mal zurück. Und suchen mal Ocker. Ja, das hier könnte ich vielleicht auch irgendwelche... Ich kann es essen, ich kann es fallen lassen und tanzen. Nein, ich will nicht immer tanzen. Immerzu soll ich tanzen. Ich bin nicht zum Tanzen hier, wa? Das ist nicht meine Bestimmung. Bin ich falsch abgebogen. Oder? Er geht aber auch lang. Achso, ah, warte mal. Ich glaube, man kam durch den Fluss durch. Was ist das hier eigentlich? Erstmal nichts. Ja, genau. Hatte ich wieder vergessen. So, finden wir jetzt Ocker? Müsste ich doch auf der Karte sehen können. Personen. Wo ist Ocker? Da, genau. Und wir sehen eine Quest und da ist er. Das ist ganz cool gemacht. Kannst die Person aussuchen, er zeigt sie dir an. Herrlich. So, erzähl mal. Du hast diese wunderschönen Tiere auch gesehen. Sie scheinen keine Angst zu haben. Aber sie schenken uns auch keine große Aufmerksamkeit. Ich habe gehört, dass sie auf Vogelgesang reagieren. Deshalb habe ich Ibon gebeten, zu singen, wenn sie in der Nähe sind. Aber obwohl sie eine schöne Stimme hat, hat es nicht funktioniert. Bekomme ich nicht irgendwie so eine Flöte oder steche ich die her? Ich erinnere mich aber an eine Geschichte über Tiere, die Musik mögen. Ocker erinnert sich an eine Geschichte, die uns helfen kann, uns den Tieren zu nähern. Forschung? Ah, dafür habe ich jetzt Samen als Dings hergegeben, glaube ich, ne? Hier diese Pflanzenfasern oder so. Ich habe das gar nicht so richtig gesehen. Irgendwo war hier rechts was. Ich muss es mir in der Aufnahme nochmal angucken. Teti kennt die Geschichte über Tiere und Musik. Sie arbeitet daran. Ocker hat begonnen, an dieser Idee zu arbeiten. Aber soll ich jetzt zu Teti? Ocker, gemeinsam arbeiten. Tare möchte sich bei dir bedanken. Achso, das, Ansicht auf Karte, die ist noch da. Das mache ich mal später, weil jetzt hat sie ja gesagt, nö. Okay, sie braucht einen Tag zum Beenden. Okay, okay. Geben wir ihr. Dann laufen wir mal ein bisschen rum, sammeln wilde Saaten. Wobei, ich hatte ja noch Tomaten gefunden. Nee, Bohnen, Bohnen. Die Tomaten habe ich angepflanzt. Hier ist unser, da ist unser Zelt. Da müsste hier, das ist nicht unser Zelt.
Das ist nicht mein Zelt. Wo ist mein Zelt? Da oben. Glaube ich. Ja. Da. Das hier, das darf... Ist hier die Frage? Achso, ich kann ja auch... Okay, das ist... Also hier könnte ich auch anbauen. Aber ich glaube, das Feld hier reicht mir erstmal völlig aus, um mich frei zu entfalten. So, erstmal wird ja eh alles irgendwie angebaut, ne? Später machen wir mal... Es gibt auch Bewässerungssysteme, das weiß ich. Ich habe schon gesehen. Wie viel... 4, okay. Dann 1 E. Bohne. Sehr schön. 2, nein, ich will dahin. Sehr schön. Und dann möchte ich gerne den Schlauch und dann will ich was bewässern. Kann ich jetzt eigentlich sehen? Oh, da musst du aufpassen, das kannst du entfernen. Da musst du... Achso, ich muss... Ah, nächster Tag, ich muss doch gießen, Mensch. Gottes Willen. Da brauche ich gleich wieder Wasser. Quasi genau jetzt. Da kommt nichts mehr. Da kommt nur noch Luft aus dem Schlauch. Warte mal. Jetzt. Neue Idee. Nicht schon wieder zum Fluss. Aha. Warte mal. Woda hat eine neue Idee. Dass es unter der Erde eine praktische Wasserquelle gibt. Sehr gut. Lass mal gleich mal mit Woda reden. Da ist sie. Ich will erstmal mit ihr hier reden. Wer bist du denn? Ach ja, Mana. Wir haben es geschafft, im Winter ein Dorf zu bauen. Aber es gibt noch eine Menge zu tun. Glaube ich auch. Wenn wir hier erfolgreich sein wollen, müssen alle mit anpacken. Das mache ich auf jeden Fall. Die Gänge zum Fluss, um unsere Wassersäcke aufzufüllen, sind ermüdend. Richtig. Während ich ein Nickerchen gemacht habe, habe ich das Geräusch vom Wasser unter der Erde gehört. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, es zu erreichen. Oder will das praktischer... Ah, okay, jetzt... Ah, also benötigte Gegenstände. Ich muss ja jetzt 20 Steine geben. Dann holen wir doch mal Steine. Wir können später... Ja, nee. Ja, warte. 20 Steine später reden wir darüber. Das möchte ich ganz gerne jetzt erforscht haben. So, 6. 8. So, Woda. Ich habe die 20 Steine. Jetzt kannst du mal schön drüber nachdenken. Nichts kann mich aufwecken, wenn ich einschlafe. Nicht einmal Jacks schnarchen. Wie mache ich das jetzt bitte? Muss ich die geben oder was? Nee. Schenken ist ein bisschen doof. Wie mache ich das jetzt? Hilf oder Idee ansehen. Ah, so geht das. Okay. Ja, startklar für die Forschung. Sprich mit Woda um zu... Ja, das habe ich ja eben gemacht. Warte mal. Tanzen. Idee besprechen. Sehr gut, so geht das. Ja, forschen bitte. Vielleicht können wir das Wasser erreichen, wenn wir graben. Aber wie können wir es eindämmen? Ja, dann macht ihr mal Gedanken drum. Oder hat begonnen, an dieser Idee zu arbeiten. Das ist ja geil. So, wie ist denn jetzt hier? Hat noch irgendeiner eine Idee irgendwie so? Will noch einer was erforschen? Im Moment nicht. Gut. Ich würde sagen, machen wir weiter frei hier, oder? Vielleicht habe ich dann auch mal eine Idee. Also bei Steine musst du zweimal hauen, bei Holz musst du zweimal hauen. Und bei den ganzen Fasern, da reicht einmal, okay. Bei denen hier ein bisschen, da musst du zweimal. Und bei denen hier einmal, okay, okay. So, erstmal alles frei machen hier, ne? Wir brauchen Platz. Jetzt habe ich ein bisschen Platz gemacht. Jetzt wäre natürlich ganz cool, so ein paar Wildpflanzen zu finden. Dies wäre natürlich schön, wenn ich sowas finden würde irgendwo noch. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Da wächst gerade ein neuer Baum. Eine blaue Muschel. Okay, die könnte ich ja zum Beispiel spenden. Die könnte ich dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Mein Beitrag hier. Wie heißt das nochmal? Ich glaube Beitrag. Erhöhen. Kann ich eigentlich auch sprinten? Ich kann langsam gehen, okay. Das ist eh schon die schnellste Geschwindigkeit. Na gut, okay. Springen? Nein. Nein, springen möchte er nicht. Aber gut, wir müssen hier nicht immer springen. Es muss nicht immer gesprungen werden, Captain.
Ah, da ist doch irgendwas. Da ist doch irgendwas. Okay, was ist das hier? Ist noch nicht reif zum Ernten. Na klar, das ist doch voll reif zum Ernten. Das sieht doch, also, das sieht schon reif aus, würde ich sagen. Will ich irgendwas machen? Nee. Hey, warte mal. Hallo. Schenken. Oh. Streicheln. Es scheint uns nicht genügend zu vertrauen. Überprüfen. Skara, weißer Wolf. Okay, also wir haben aber eine Beziehung zu ihm aufgebaut oder fangen damit an? Okay. Nee, zum Streicheln. Okay, reicht halt die. Na, okay. Also dem Wolf müsste ich Fleisch geben. Frage ist, wo kriege ich täglich Fleisch her? Ich habe keine Tiere. Vielleicht von den Bewohnern. Ich werde jetzt mal spenden gehen, komm. Wenn ich das jetzt finde, wenn ich es. Doch, das müsste hier sein. Dorfzentrum. Ist da nicht dieser olle Topf? Da ist er. Ja, schauen wir mal rein. Nein, du sollst nicht tanzen. Du sollst spenden. Den Fisch, die Muschel. Das Ding werden wir mal spenden hier. Also, was habe ich schon gespendet? Krass, der spendet auch gleich alles, ne? Okay. Bin mal gespannt, was das morgen bringt. Aber ich hätte noch gerne etwas Wildpflanzen. Also Samen. Damit ich die anbauen kann. Mehr anbauen. Mehr. Ich will mehr. Geld hätte ich bald gesagt. Nein, das ist kein Geld. Vielleicht auch da, wo ich eben war. Vielleicht gibt es da ja noch was. Kann ich das hier mitnehmen? Komm, wir angeln mal. Ich hab Bock auf Angeln. Mach mal. Schmeiß rein, das Ding hier. Achso, warte mal. So geht's. Gucken, ob wir irgendwie einen anderen Fisch fangen. Als diesen Igel. Igel irgendwas hieß hier, ne? Ja, der braucht ein bisschen länger. Lass ich ein bisschen mehr bitten. Und? Aber ist wahrscheinlich auch ein Igelfisch. Okay. Komm nochmal. Ich warte jetzt mal kurz. Vielleicht erscheinen ja noch ganz andere Akteure hier. Die will ich nicht. Ich will andere Fische. Vielleicht, wenn ich ihn jetzt verfolge, vielleicht kommen da noch andere. Nee, da kommt nur der eine. Ich geh weg. Der Fisch hat dich gesehen. Entferne dich, wenn er dich sieht. Ah, okay, alles klar. Ja, geh weg. Achso. Das hat nicht der Fisch gesagt. Das hat das Spiel zu mir gesagt. Ja, mach ich. Ah, okay, das ist witzig. Okay, dann muss er halt mal kurz weggehen mit dem Cursor und dann. Ah, guck mal, da sind noch vier Balken unten. Wir brauchen ein bisschen mehr Pflege. Komm wieder hin. Ah, das wird was anderes sein, hoffe ich. Und? Das ist, glaube ich, auch so ein Igel. Ein Alligatorfisch! Jawohl! So, ich glaube, ich gehe langsam mal ins Bettchen. Ich sehe nichts mehr. Warte mal. Nichts mehr sehen? Das gibt es nicht. Ja, mach die Fackel an. Und das Schöne ist, die verbraucht sich nicht. So, wo ist denn eigentlich mein Zuhause? Da ist mein Zuhause. Wo bin ich da? Okay. Also, fast da. War das unsere Hütte? Ja. Das ist sie. So, moin Grandpa. Ich gehe ins Bett. Ja, ich will schlafen. Der liegt wirklich jedes Mal woanders. Beitrag des Clans. 3083. Und mein Beitrag? 167. Ist doch gut. 187. Läuft. Das läuft. So, was passiert heute? Ich habe auch noch eine Fackel in der Hand. Frers Totem ist eine Menge zu ertragen. Okay. So, das allererste, was man macht morgens. Es wird gejossen. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich Sprengler habe. Aber das... Ja, okay, kein Wasser. Puh, noch Luft. Aber das wäre schon wirklich früh, ne? So am Anfang schon was zu kriegen. Zack. Oh, da geht es noch irgendwie weiter. Guck mal hier. Komm, das haue ich eben weg. Ja, so einfach geht es dann doch nicht. Okay. Hätte ja klappen können. Na jo, dann halt nicht.
gedulde ich mich noch ein bisschen. Gut, schauen wir mal. Wir gießen erstmal und dann kann ich noch mal gucken, ob die ganzen Leute ihre Ideen ausgearbeitet haben. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, also hier auf jeden Fall ist was. Krass, eine Menge Ausrufezeichen. Da schauen wir doch gleich mal nach. Wo sind die alle hin mit ihren Ausrufezeichen? Eben waren sie noch da. Da ist sie hin, verdammt. Jetzt sammle ich das erstmal ein. Ah, das ist noch nicht okay. Aber eine Tomate. Ja, die läuft da hinten lang. Hoffentlich kann die da auch nicht weiter, so wie ich. Okay, da ist er. Jawohl. Ein Bärentotem. Ich liebe das Angeln. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin, dass der Clan sich nur auf mich verlassen kann. Kannst du mir helfen, indem du 3 Fische fängst und beisteuerst? Das würde mir sehr helfen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Erstmal fülle ich das Ding hier auf. Und dann hole ich mal 3 Fische raus für dich. Das ist auch eine meiner leichtesten Übungen. Hier, 1. Oh, geh weg. Ich finde das cool gemacht mit dem Angeln. Das gefällt mir. So, Igelfisch. Den nächsten. Der nächste, bitte. Kommen Sie mal ran hier. Der Captain braucht 3 Fische. Sehr schön. Neuer Rekord beim Igelfisch. Wahrscheinlich die Größe, ne? Wahrscheinlich einen größeren Fisch gefangen. Muss ich mal nachgucken. So, und Nummer 3. Ah, ja, mach ich. Keine Angst. Ja, das ist ein bisschen schwieriger zu fangen. Okay, der braucht ein bisschen mehr Pflege. Ja, ich bleib weg. Das ist eine kleine Diva hier. Der lässt sich nicht so einfach fangen. Okay, ah. Jetzt weiß ich schon, was das wird. Also, ein Alligatorfisch, würde ich sagen, ne? Fang ihn jetzt. Ja, wollte ich doch. Hier drückt auf den Knopf. Jawohl, Alligatorfisch. Okay, dann habe ich jetzt 3. Eloy sprang ins Wasser und dachte, ich würde ertrinken. Ich muss sie warnen, wenn ich das nächste Mal einen tieferen Fisch angeln will. Warte mal, oder soll ich das spenden? Seichtes Wasser. Freya braucht deine Hilfe beim Fischen. Für den Clan. 3 Fische fangen und beitragen. Ah, warte mal. Nee, dann soll ich das beitragen, ne? Nochmal gucken kurz. Ja, für beitragen ist ja hier Dings. In den Topf schmeißen da. Dann machen wir mal. Wenn ich dann mal hier irgendwo durchkomme. Das Zeug da wächst und gedeiht. Okay. Ja, da ist es. Ja, dann kann ich jetzt aber auch beitragen. So, eigentlich. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das ist so gedacht. Wer hat denn noch was? Wer hat denn nochmal hier im Zelt? Oder ist das dahinter? Nee, die ist wirklich im Zelt. Oder der. Oha, großes Zelt. Erstmal finden. Oh, die haben hier einen eigenen kleinen Baum. Ah, ja, da. Es ist so schön zu sehen, dass du so viel beiträgst. Ich hoffe, du machst weiter so. Ja, aber hallo, natürlich mache ich das. Ich hätte einen zusätzlichen Solartrockner, den du hoffentlich nutzen willst. Findest, was? Für den du hoffentlich nützlich findest. So, Solartrockner? Eine Herstellung für einen Solartrockner. Öffne dein Inventar. Herstellen. Du kannst diesen Slot zum Herstellen verwenden. Aha, dort kannst du in jedem leeren Slot oder jedem speziellen Handwerkslot craften. Benötigte Gegenstände, ja. Anleitung zum Herstellen. Weitere Gegenstände werden verfügbar sein, wenn dein Clan gedeiht und Ideen... Okay, ein Solartrockner. Moment mal. Saatgut. Werkzeuge. Wie ist denn das mit dem Herstellen? Entdeckung.
Achter. Oder wie, oder was? Mit seinen kräftigen Strahlen kann Kuro Produkte trocknen, um sie besser zu konservieren. Ah, okay. Aber das Ding habe ich ja jetzt schon. Achso, warte mal. Hä? Ah, hier klickst du drauf. Jetzt suche ich aus, was ich... Eine Steinkiste, schmutziger Boden, Holzboden, Steinboden und den Solartrockner. Okay, aber ich... Ja, ich brauche dann ja aber... Ich brauche ja dann was... Warte, halt. Ha, ich weiß, was getrocknet wird. Fische, na klar. So, wo ist... Hier bin ich. So. Oh, der ist gar nicht so klein. Dann denke ich mal, dass ich da jetzt hin... Jawohl. Ey, da fange ich doch gleich noch mehr. Der dampft doch richtig schön ab jetzt. Und... Ja, nee, ich habe noch mehr. Und damit kann ich dann garantiert den Wolf füttern. Na, dann kann ich wohl noch zwei holen. Oder machen wir das mal. Richtig gut. Solartrockner, okay. Weiter geht's. Wir brauchen noch zwei Fischis. So, sag mir nicht, ich geh weg. Okay. Sehr schön. Der gute Igelfisch. Ja, sicher, sicher. Da, so, da kommt der nächste. Gewinne. Los, komm. Ich bin ein bisschen durch, wie gerade. Und fangen. Ich mag das Angeln. Das finde ich so super gemacht. Wahrscheinlich beschweren sich andere wieder. Das dauert viel zu lange. Ja, aber es ist okay. Das ist okay. Ich mag das. So, dann hauen wir da mal noch den Fisch rein. Ja, perfekt. Den lassen wir mal schön ausdünsten. Und dann schaue ich mal nach der nächsten Quest hier unten. Ah, ja. Sie hatte doch eine Idee, wie wir mit den Tieren irgendwie zusammen interagieren können. Aber ich habe es ja schon selber rausgefunden. Einfach füttern. Da. Ich hatte recht. Titi hat mir die Geschichte noch einmal erzählt. Unsere Vorfahren ahmten Vögel nach, um an ihre Beute ranzukommen. Mit den richtigen... Ja, genau, das war das. Mit den richtigen Flöten rennen die Tiere nicht weg. Das hat mich an unsere Flöte erinnert, die wir für Rituale und Tänze verwenden. Manche von ihnen klingen auch wie Vögel. Ich habe Akre gebeten, diese spezielle Flöte zu bauen. Ich bin mir sicher, dass sie funktioniert. Oh yes, habe ich die jetzt? Warum probierst du sie nicht aus und findest ein paar neue Freunde? Das ist ja super. Ah, nähere dich einem wilden Tier und versuche, mit ihm zu interagieren. Einstimmen? Ja, das hatte ich in der Demo schon gemacht. Einmal am Tag stimmst du dich mit den Tieren ab, indem du das Minispiel spielst, bis alle Noten gefüllt sind. Sobald du voll eingestimmt bist, stehen dir mehr Aktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel das Reden, was deine Freundschaft mit ihm verstärkt. Ja, ich rede erstmal mit dem Wildschwein, ist klar. Schließlich kannst du wilde Tiere einladen, auf den Feldern zu leben, während andere in deinem Haus leben können. Ah, ist das süß. Du kannst die Flöte auch in einem Radio spielen, indem du nicht auf ein bestimmtes Tier zielst. Sie reagieren je nach ihrem Status. Wilde Tiere zeigen dir, wenn sie dich erkennen, und voll eingespielte Tiere erhöhen die Freundschaft. Okay, komm, das machen wir mal. Wo ist die olle Flöte? Die wird ja hier im Beutel sein. Ja. Ja, genau, das ist dieser Radius. Meine Herren, der ist aber groß. Okay. Ob ich das gleich mal bei dem Wolf probiere? Ja. Oh, sag mal, geht das? Ah, okay. Ist noch nicht genug Vertrauen. Und wenn ich jetzt aber nochmal spiele? Nee, überprüfen nicht. Nee, ich will nochmal. Okay, wir können noch eine Option öffnen. Nee, das ist ja jetzt... Das ist ja jetzt Käse. Hier will ich ja nicht so. Ja, ich kann nur spielen. Flöte spielen, Option, öffnen, Rechtsklick. Ja, Flöte spielen halt, ne? Oh, der freut sich halt, ne? Überprüfen. Gut, es wird nicht mehr. Ach, guck mal hier. Und ab hier könnte ich jetzt streicheln. Da sind wir noch nicht. Und unten ist hier, das sind so 4 Punkte. Ich werde es mal bei den Wildchen ausprobieren. Also, das ist ja auch ein Wildtier, aber...
Ich meine die im Wald. So, wo komme ich denn eigentlich her? Wo ist der Übergang? Da. Da gehen wir mal. Obwohl, ich muss eigentlich nochmal mit dir sprechen. Was war die das? Ja, ich glaube ja, wegen dem Wasser. Das wäre schon wirklich sehr interessant. Wenn ich jetzt schon Bewässerungssystem kriegen könnte. Natürlich prima, ne? Komm, lass mal reden. Alles, was wir brauchen, ist ein Loch, das tief genug ist, damit das Wasser eindringen kann. Und ein paar Felsen, um es einzudämmen. Ich nenne es einen Brunnen. Achso, okay. Ich habe dir einen aus den Materialien gemacht, die du mir mitgebracht hast. Ja, perfekt. Okay, ich habe zumindest schon mal einen Brunnen. Ich muss nicht mehr ganz so weit laufen. Okay, Wasserbrunnen. Fangen wir klein an mit einem Brunnen. Ja, ist okay. Okay. Wo ist mein Zuhause? Da oben. Stellen wir mal schön den Brunnen hier hin. Essen gleich in die Nähe, ne? Zack. Ja, perfekt. Da können wir jetzt den Schlauch auffüllen. Ich glaube, der ist schon... Aber ja, würde gehen. Sehr gut. Oh, mein erster Fisch ist fertig. Sehr gut. Müsst ihr eigentlich... Gleich den nächsten wieder nach. Aber ich will jetzt mal zum Wolf runter. Halte den Fisch über den Kopf, Captain, und bringe ihn dem Wolf. Weil gefüttert habe ich noch nicht. Vielleicht bringt das ja ein Herzchen mehr. Nee, dir nicht. Dich hatte ich nicht. Wo ist denn dein Kollege? Ja, da. Geschenk. Ja, da freust du dich, ne? Der Flöte spielen ist egal, aber... Ah, okay. Also hat sich noch nicht so viel geändert. Aber das wird schon noch, das wird schon noch. So, ich gehe jetzt mal mit dem Wald mit der Flöte. Mit Dama spielen. Ich weiß nicht mehr in der Demo. Ich kann mich noch erinnern, aber ich weiß nicht mehr so richtig, wie das war oder wie das ging. Oder ob ich das da überhaupt hinbekommen hatte. Manchmal gehe ich zum Herd und kann mich nicht erinnern, warum ich hingegangen bin. Dieses Gefühl habe ich immer. Und das ist nicht nur am Herd. Also immer eigentlich. Das kenne ich nur zu gut. Ich gehe irgendwo hin und weiß gar nicht, warum ich da hingegangen bin. Ja, dann wollen wir mal ein Tier finden. Ein wildes Tier. Vielleicht so ein... Oh, ist das gut. Na, schade, noch nicht. Aber Bohnensamen. Ja, okay, also hier kriegt man auch wilde Samen. Aber eigentlich suche ich jetzt gerade wilde Tiere. Was ist das denn? Ah, okay, Minispiel startet. Los geht's. Da bin ich mal gespannt jetzt. Ah. Ist das süß. Also immer, wenn ich in den Kreis hier komme, spiele ich dann. Oder bzw. drücke ich halt auf die Taste halt, ne? Immer, wenn ich mit dem Kreis in diesen Bereich reinkomme. Ja. Du hast heute schon ein Häschen, muss ich vorgespielt. Komm morgen wieder aus, das ist süß. Da kann ich dir auch was vorspielen? Ja, komm. Mal gucken, ob das ein anderer Song ist. Und los geht's. Bei den Häschen ist immer dasselbe wahrscheinlich. Ist das geil. Und wenn ich jetzt allgemein spiele... Aha, ich wollte nicht nochmal. Okay, auf ein neues. Das kennen wir doch schon. Die Melodie kann ich ja schon in- und auswendig. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum. Dup, dup. Ich würde gerne nochmal ein anderes Tier suchen, weil das ist dann garantiert eine andere Melodie. Wie so ein Wildschwein oder keine Ahnung was. Ja. Ah, hier, guck mal da. Das ist bestimmt was anderes. Ja. Oh. Fand ich perfekt.
Ja, das hat das kleine Wildschwein gefreut. Machen wir mal die Fackel an hier. So, ich werde jetzt mal nach Hause gehen. Dann werde ich ins Bett gehen. Nächste Folge geht es dann weiter. Vielleicht haben wir dann schon die erste Ernte für uns. Ich finde das cool, dass ich da schon die Fisch trocknen kann. Ich kann ihn also schon verfüttern. Kann damit den Wolf füttern. Und ihn zu meinem Freund machen, hoffentlich. Ja, nächste Folge geht's weiter. Mal gucken, mit was ich bin. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe, schaut auch wieder rein. Würde mich sehr darüber freuen. Und ich verbleibe wie immer mit einem Ciao, ciao.